Einst war die Oste der wichtigste Verkehrsweg für die angrenzenden Marsch- und Moorgebiete. 1896 wurden rund 13.000 Schiffe ein- und auslaufend gezählt. Im Jahr 2024 war das kleine Dampfboot Hai Ho fast alleine auf dem Fluss unterwegs. Beim Einlaufen in die Ostermündung waren lediglich zwei Ankerlieger zu sehen und natürlich jede Menge Zug- und Wasservögel, denn die Ostermündung ist Teil eines weitläufigen Naturschutzgebietes. In früheren Zeiten herrschte hier an der Belumer Schanze reges Treiben. Dänen, Schweden, wieder Dänen und zuletzt die Franzosen stritten hier um die Vorherrschaft über die Oste. Wer im Besitz der Schanze war, hatte freien Zugang nach Bremervörde. Heute erinnert nur noch eine Ortsbezeichnung an die militärischen Auseinandersetzungen. Hier am Deich gab es den größten Holzmarkt der baumarmen Marsch. Auf dem sogenannten Vitimarkt wurde vor allem Holz aus dem Ostseeraum gehandelt. Baufirmen von Freiburg bis Cuxhaven deckten sich an der Oste bei Belum mit dem Baumaterial ein. Ein Krämermarkt schloss sich an. In bis zu 600 Zelten wurde alles gehandelt, was auf den Höfen im Osterland benötigt wurde. Mit dem Bau der Eisenbahnen zum Ende des 19. Jahrhunderts verloren der Markt und die Wasserstraße Oste an Bedeutung. Das fast 200 Jahre alte ehemalige Zollhaus stand einst direkt am Ufer der Oste. Mit dem Bau des Sperrwerkes wurde der Flusslauf verlegt. Der alte Flusslauf wurde zum Ostesee, einem Wochenendgebiet mit Wasserskianlage. Das nach der 1962er Sturmflut errichtete Sperrwerk schützt das Osterland seit 1968 vor Sturmfluten. Nach den Planungen sollten die Baukosten ca. 57 Millionen D-Mark betragen. Es klingt wie ein Märchen, aber es ist wahr. Die veranschlagten Baukosten wurden nicht überschritten. Nein, sie wurden um 3 Millionen Mark unterschritten. Hai Ho dampft weiter in Richtung Neuhaus. Durch einen schmalen, trocken fallenden Priel lässt sich bei Hochwasser der historische Hafen von Neuhaus ansteuern. Die imposanten Häuser am Hafen werden seit einigen Jahren renoviert. Der noch vor wenigen Jahren vorherrschende Eindruck des Verfalls schwindet mehr und mehr. Vor der Hafeneinfahrt begegnet uns die Bärbel, eine ehemalige Hamburger Hafenbarkasse. Sie schippert im Rahmen eines Hafenfestes Gäste über die Aue bis hin zur Oste und wieder zurück. Heute im Vereinsbesitz verrichtete Bärbel lange Jahre ihren Dienst auf der letzten verbliebenen Osterwerft hier in Neuhaus. Um 1400 wurde Neuhaus vom Bischof von Bremen gegründet und erlangte einige Bedeutung als Hafen- und Handelsstadt. Im Neuhauser Hafen gab es einen großen Warenumschlag von Steinkohle, Töpferwaren, Heu, Korn, Kalk, Getreide, Torf, Mehl und sogar Mist. Nur wenige Kilometer hinter Neuhaus findet sich auf der Steuerbordseite ein rotes Backsteinhaus auf dem Deich. Die Aufschrift Fährhaus erklärt die außergewöhnliche Lage.
Es ist die letzte Erinnerung an die ehemalige Fährstelle Dingwörden. Die bereits um 1700 erwähnte Fährstelle erlangte nie eine große Bedeutung. Nach dem Bau des Ostersperrwerkes wurde die Fähre überflüssig und stillschweigend eingestellt. Große Bedeutung hatte die Seilzugfähre von Geversdorf, deren Specken auf der Itzwördener Seite bis heute unverändert ist. Als die Fähre in den 1980er Jahren dem zunehmenden Autoverkehr nicht mehr gewachsen war, wurde bei Geversdorf eine Umgehungsstraße und eine Klappbrücke gebaut. ...1988 fuhr die Fähre ein letztes Mal über den Fluss. Die Eröffnung der neuen Brücke wurde auf dem alten Fährprahm ausgiebig gefeiert. Der letzte Fährpächter, Ferdinand Lühmann, stieß darauf an und schwang das Tanzbein. Die einst bedeutende Geversdorfer Werft musste, wie viele andere Schiffbaubetriebe auch, Anfang der 1980er Jahre den Betrieb aufgeben. Geblieben ist einer der beiden Werfkräne. Von der Arbeit auf der Werft hat der Werftbesitzer einige Super-8-Aufnahmen hinterlassen. Das Feuerschiff Elbe 2 kommt zur Reparatur auf die Werft. Der kleine Werfschlepper Frido mit Kapitän Ernst Kolster und der Kapitän Hein Heyer mit dem Eisfuchs manövrieren den schwimmenden Leuchtturm durch die Engstelle der Osterbrücke bis vor die Slipanlage. Geschichte. Hi-ho, dampft weiter. Der ehemalige Werftbetrieb bleibt achter aus. An der Steuerbordseite befindet sich jetzt der Schnook, ein knapp 60 Hektar großes Naturschutzgebiet. Es hat eine große Bedeutung als wichtiges Brut- und Nahrungsgebiet für verschiedene Wiesenvögel wie Kiebitz und Co. An der Backbordseite ist sie kaum zu erkennen. Die Einfahrt in die Krummendeicher Wettern. Die Wettern war einst ein mächtiger, eingedeichter und schiffbarer Priel mit nicht unbedeutendem Schiffsverkehr bis nach Hohenlucht. Die Wettern wurde 1723 abgeschleust. Vor der Schleuse entstand ein Hafen, in dem Waren auf kleine Kähne umgeladen wurden, um sie auf dem Wasserweg weiter transportieren zu können. Noch bis 1949 löschten hier Schiffe ihre Ladung. Zuletzt war es Hamburger Trümmerschutt für den Straßenbau. Die beiden Häuser an der Schleuse beherbergten ein Kolonialwarengeschäft und eine Gaststätte. Sie schlossen um 1970. Nur wenig später fallen am Ufer des Schnook große Mengen von Ziegelsteinen auf. Ein Hinweis darauf, dass ehemals Ziegeleien am Ufer standen. Im 18. und 19. Jahrhundert blühte an der Oste eine umfangreiche Ziegelindustrie auf.
Wenig ist von den unzähligen Ziegeleien geblieben, die auf der alten Landkarte von 1920 noch eingezeichnet sind. Ein Dampfboot auf der Oster zieht langsam seine Bahn. Es atmet alten Zeiten und wir lauschen dem Gesang. Wo einst die Händler riefen nach fremden Märkten fern, treibt heute sanft die Welt in den Fluss, den wir so gern. Oster, alte Wasserstraße, still und doch so weit. Die Eisenbahn, sie kam und du verlorst den Kampf mit der Zeit. Doch heute wächst du Träume, ein Revier für Abenteuer, wo Freizeitkapitäne segeln und die Landschaft neu beteuern. Die Dörfer an den Ufern, die einst pulsierend waren, erzählen alte Märchen von längst vergangenen Jahren. Die Schiffsstellen verwaist, die Anker rosten still. Und nur noch alte Fähren wissen, wohin die Reise will. Oster, alte Wasserstraße, still und doch so weit. Die Eisenbahn, sie kam und du verlorst den Kampf mit der Zeit. Doch heute erwächst du Träume, ein Revier für Abenteuer, wo Freizeitkapitäne segeln und die Landschaft neu beteuern. Die Dörfer an den Ufern, die einst pulsierend waren, erzählen alte Märchen von längst vergangenen Jahren. Die Anker rosten still und nur noch alte Fähren wissen, wohin die Reise will. Ein Dampfboot auf der Oster zieht langsam seine Bahn in einer stillen Region, wo die Zeit langsamer kam.